Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV24, den News der Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Star Wars, das Erwachen der Macht, ist auf Erfolgskurs. Bereits am ersten Tag gingen 600.000 Besucher ins Kino. Damit wurden 6,6 Millionen Euro eingespielt. Das ist gemessen an den sogenannten Boxoffice-Zahlen der beste Donnerstagsstart aller Zeiten in Deutschland. Da man getrost davon ausgehen kann, dass auch dieses Wochenende die Kinos gerammelt voll sein werden, dürfte sich der neue Star Wars Film auf Rekordkurs befinden. Neben Episode 8 und 9, den Fortsetzungen zu Star Wars: Das Erwachen der Macht, befinden sich weitere Filme in Arbeit, die unter dem Dach Star Wars Anthology zusammengefasst werden. Nächstes Jahr erscheint mit Star Wars Rogue One ein Film, der zwischen der dritten und vierten Episode spielt, 2018 und 2020 jeweils ein Film über Han Solo und den Kopfgeldjäger Boba Fett. Die Handlung von Das Erwachen der Macht wird im Sommer 2017 fortgesetzt. Der neue Star Wars Film kommt im Allgemeinen sehr gut an. Star-Designer Hideo Kojima hat Konami verlassen und sein eigenes neues Studio gegründet, wobei wiederbelebt wohl passender wäre. Kojimas neues Unternehmen firmiert nämlich wieder unter dem Namen Kojima Productions, ist jetzt aber völlig unabhängig vom ehemaligen Eigner Konami. Der hatte das alte Kojima Productions nach der Fertigstellung von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain aufgelöst, alle Angestellten vor die Tür gesetzt und Kojima selbst bis zum Ende seines Arbeitsvertrages am 15. Dezember in verlängerten Urlaub geschickt. Woran Kojima mit seinem neuen bzw. alten Team arbeitet, ist noch nicht bekannt. Allerdings wissen wir bereits, dass es ein PS4-Exklusivtitel sein wird. Kojima wird bei der Entwicklung von Konsolenhersteller Sony unterstützt. Auszuschließen ist eine offizielle Fortsetzung der Metal Gear Solid-Reihe. Der noch namenlose Titel soll auch, verspätet allerdings, für den PC erscheinen. Die Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises stehen fest. Bei der mit 500 Besuchern ausverkauften Gala im Kölner Dock One wurde der von der Film- und Medienstiftung NRW sowie der Stadt Köln geförderte Award in 20 Kategorien verliehen. Zu den großen Gewinnern des Abends zählten die Mobile Games Spezialisten von Handy Games, ebenso wie Blue Byte Studio Mainz, die mit Anno 2205 gleich drei Kategorien abräumten: Beste Grafik, Bestes PC-Spiel und Bestes deutsches Spiel. Ebenfalls ausgezeichnet wurde The Book of Unwritten Tales 2 in der Kategorie Bestes Konsolenspiel, außerdem The Curious Expedition in der Kategorie Indie Game und Drakensang Online Rise of Balor in der Kategorie Bestes Browser Game. Und damit sind wir am Ende dieser News angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu unserer Daily News Sendung. Da gibt es übrigens auch ein schönes Gewinnspiel, also nicht verpassen. In diesem Sinne noch einen schönen Sonntag und bis dann. Today you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer... Wir werden Hoffnung finden. Im Unmöglichen. Verdammt. Wenigstens sterbe ich nicht allein. Schön ist ja wieder.